muss ich wieder was ziehen. Hast du einen König? Nee, eine Dame. Tja, ich habe hier einen Buben. Hallo. Wo warst du? Ich habe mir nur ein neues Asthma-Spray geholt. Ach so, okay. Oh, tja, jetzt kann ich nicht. Was ist los? Wisst ihr noch die Party von letzten Freitag? Wir haben zu viel auszugeben. Wir haben kein Geld mehr für unsere Miete. Was sollen wir jetzt machen? Mein Job wirft auch nicht genug Geld ab. Und unsere Eltern können wir auch nicht fragen. Die waren schon von Anfang an gegen die WG. Wir könnten ja auch eine Bank überfallen. Dein Ernst? Wie wollen wir denn das hinbekommen? Das war ein Scherz. Also an sich hat die Idee Potenzial. Und ich meine, wir müssen ja nicht gleich eine Bank ausrauben. Also ich mach da nicht mit. Ich glaube, es ist aber schon die schnellste Möglichkeit, an Geld zu gelangen. Ich meine, die Miete müssen wir nächsten Freitag bezahlen. Und was anderes bleibt uns sowieso nicht übrig. Oder hast du etwa eine bessere Idee? Keine Ahnung, aber uns fällt bestimmt noch was ein. Uns? Uns. Wir sollten da anders rum, weil ich meine, wir brauchen das Geld. Jetzt. Freitag ist in 5 Tagen. Aber ich bin doch für euch eh nur ein Klotz am Bein wegen meinem scheiß Asthma-Zeug. Das stimmt doch gar nicht. Wir brauchen dich in unserem Team. Du bist intelligent, du bist motivierend und organisierend, ich bin sportlich. Wir können das nur zu dritt schaffen. Da hat sie schon recht. Na gut, aber unter eurer Verantwortung. Wir müssen jetzt auch erstmal gucken, wie es weitergeht. Wir hätten auf Maya warten sollen. Aber irgendwie ist es doch auch ihre Schuld. Wegen uns, nein, wegen dir, liegt sie jetzt wahrscheinlich im Krankenhaus. Das ist Maya. Hi. Hey. Hi. Geht's dir gut? Ja, warum? Passt auf, ich bin euch natürlich nicht böse, aber ihr müsst es wieder gerade biegen. Ja, aber du warst doch auch daran beteiligt. Ja, aber ich war von Anfang an gegen den Plan. Und ich habe euch auch gesagt, dass ich das Ganze nur unter eurer Verantwortung mache. Außerdem hätte ich nicht einfach eine Freundin ohnmächtig zurückgelassen. Ja, aber Ben hat recht. Wir hätten sie nicht allein lassen sollen. Ich würde vorschlagen, wir geben das Geld zurück und entschuldigen uns. Können Sie kurz warten? Hä? Hey, euch kenne ich doch. Wollt ihr euch noch einen Nachschlag holen oder was? Nein, wir. Können Sie uns nicht bitte zuhören? Na gut, aber beeilt euch. Mein Chef kommt bald. Ich glaube, das gehört Ihnen. Es tut uns echt leid, aber wir sind auf die dumme Idee gekommen, das Geld zu klauen, weil wir kein Geld mehr für unsere WG hatten. Na gut. Ich drück da mal ein Auge zu. Mein Chef wird bestimmt froh sein, dass er das Geld wieder hat. Und danke schön, dass Sie Maya geholfen haben. Wirklich. Ja, was soll ich denn sonst machen? Es tut uns leid. Ja. Vielleicht wird es meinen Chef auch besänftigen. Na gut. Dankeschön. Und nochmal vielen, vielen Dank.